Man muss sich kurz noch mal schauen. Sabotage. Damit wir abhauen können. Ich habe doch hier oben, wenn ich es noch richtig weiß, hier war doch auch irgendwo eine Kanone. Ich glaube da hinten. So, ich weiß nicht, ob der Sprung jetzt so sinnvoll war. Autsch. Komm, so ein 30-Meter-Sprung, den kann man doch mal kurz aushalten. Das ist jetzt nicht so schwer. Ja. Da habe ich sogar jetzt öfter geladen, als glaube ich im kompletten Let's Play, glaube ich. So, und diesmal rennen wir hier unten lang, um uns die Kanone direkt zu Gemüte zu führen. War das die hier oben, von der sie gesprochen hat? Ich glaube schon. So, schauen wir mal. Die Kanone, war das die? Nee, aber ich könnte sie lenken, wenn ich wollte. Kann ich schießen? Könnte ich auch. Aber es wurde gesagt, dass hier eine Kanone ist, die uns trotzdem noch abschießen könnte. Seht ihr da hinten eine Pflanze, die gerade wächst? Die Frage ist, wo ist die Kanone oder wo sind die Kanonen? Drei Kanonen. Ah, schon wieder dieses böse, blödes Rollen. Eine weiß ich, oder die da oben drei weiß ich ja, aber dafür müsste es wahrscheinlich Nacht sein. Oder kann ich Benito ablenken? Das wäre natürlich auch gut. Ah, vielleicht kann ich ihn ablenken. Wegen der Titanenharpune. Du sollst sie einschließen. Befehl vom Kommandant. Was ist das? Eine Titanenharpune? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst um die Harpune. Oh, na gut. Wir müssen ihn ablenken, oder? Fass hier bloß nichts an. Oder war hier hinten so ein komisches, hier war auch nichts. Ich glaube, dann penne ich erstmal, damit ich die Kanonen hier erstmal, sag mal, nett auseinandernehmen kann. So, und oh, das ist echt nervig mit diesen Schatten manchmal, dass die so hinterherziehen. Wie gesagt, das hätten sie echt mal anders machen sollen. So, kann ich mit Alcazar oder Alcatraz oder wie hieß der? Alcatar oder Alcazar? Ich habe Captain Crow besiegt. Was denn? Du? Ohne unsere Hilfe? Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Unverschämtheit! Jetzt hör mal zu, Bursche. Wenn du glaubst. Verschon mich mit deinem Geschwätz. Was auch immer du bei uns willst, lass dir nicht einfallen, Ärger zu machen. Ich werde dich beobachten. Gut, das sehe ich als Drohung an. Bartolo. Wo hab ich nur. Ach, Mist. Okay, dann schlafe ich eben. Dann biete ich dir meine Hilfe nicht an. Auch wenn ich sie dir angeboten hätte, hättest du sie wahrscheinlich nicht angenommen. So, jetzt haben wir nachts. Oder jetzt ist Nacht. Und darf ich jetzt ganz leise die Kanonen sabotieren? So ganz leise? Bis auf das man fast gar nichts sieht. Ah, nicht, dass der Benito da immer noch steht. Das wäre ja ungünstig. Nee, steht nicht dort. Muss ich jetzt auf die Wachen aufpassen? Oh ja, jetzt weiß ich auch, warum wir das nicht machen können. Weil wir nach Patty noch gar nicht gefragt haben, welche Kanonen wir sabotieren sollen. Moment, ich mach's mal kurz. Wir kennen das ja schon. Wasser und die Crew. So. Jetzt müsste ich das theoretisch sabotieren dürfen oder können. Hier steht niemand. So ganz leise. So sabotieren. Speichern. So. Guck dich um, ganz leise. So, die erste ist sabotiert. Jetzt muss ich, glaube ich, auch auf die Wache aufpassen. Da kommt nichts, da kommt nichts. Und los geht's.
ganz leise. So, da ist nichts. So, dann schnell sabotieren. Oh, die neue Piratenkluft gefällt mir ja richtig gut. Das sieht ja im Gegensatz zu dem, was wir hatten, richtig gut aus. So. Das sind die drei Kanonen. Jetzt bräuchte ich noch eine. Und ich glaube, die da oben müsste das sein. Ui, was war das denn? War das rum? Rotwein. Nehme ich mit. Ist meiner jetzt? Ah. Gut. Ich glaube, ich muss beim Laufen wirklich noch die W-Taste gedrückt halten. So. Darf ich die... Nee, das ist nicht... Das ist die nicht zum Sabotieren. Aber welche ist es dann? Hat sie mir das denn irgendwie gesagt? Ein neues Schiff. Sabotage. Und eine auf dem Turm. Die Frage ist dann auch, welcher Turm? Also auf dem Turm, wo wir gerade drauf waren. Warte mal. Ich dachte, da liegt eine Flasche rum. So, warte mal, es gibt doch noch einen Turm. Und das ist der hier oben. So, wahrscheinlich sieht man das im Dunkeln jetzt nicht gerade so gut. Deswegen würde ich sagen, wenn möglich, HD-Modus. Also, wie immer, die ganzen Folgen sind ja immer in HD aufgestrahlt, 1080p. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal in dem so anschauen. Ah, hier ist eine Patrouille. Wie patrouilliert er denn? Sobald er sich umdreht, knack ich oder mache ich die kaputt? Patrouilliert er dann eher auch hoch? Die ist weg. Okay, dann schnell kaputt machen hier. Zack, zack, zack. Ganz leise. So, gleich wird's wieder Tag. Die erste ist Sabotier, also die erste Quest ist vollständig. Der Typ patrouillierte und merkt das gar nicht, er kriegt nichts mit. Komm, geh einfach schlafen. Kann ich hier was klauen? Jetzt mal so diebesmäßig. Isabella. Wahrscheinlich heißt das auch Puerto Isabella. Hier liegt ein Buch rum. Darf ich da? Das sieht jetzt leicht... Nein. Huch, was will er? Hat er sich verlaufen? Ich hätte ja geklopft. Doch ich habe nicht erwartet, eine Frau in einer Garnison zu treffen. Ich bitte höflichst um Verzeihung für mein stürmisches Eindringen. Aber bitte, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Isabella Dolores de la Florentina, die Tochter des Kommandanten. Freut mich. Was macht ihr den ganzen Tag? Das Studium der Bücher ist meine Passion. Eigentlich lese ich alles, was mir in die Hände kommt. Aber vornehmlich gilt mein Interesse den Tieren und ihren Trophäen. Taschendiebstahl, können wir das machen? Ich bin noch nicht gut genug. Schade, was wisst ihr über Trophäen? Was wisst ihr über Trophäen? Nun, man benötigt das geeignete Werkzeug, um an die begehrten Trophäen zu kommen. Mit einem Jagdmesser könnt ihr Felle ziehen. Habt ihr so ein Jagdmesser? Ich kann euch eins überlassen. Doch möchte ich euch auch um einen Gefallen bitten. Was darf's denn sein? Für meine Studien benötige ich Trophäen. Wenn ihr unterwegs seid, sammelt doch einige für mich. Ich schau mal, ob ich was finden kann. Also, ob ich was finde. Ich schau mal, ob ich was finde. Dann nehmt das Messer. Gute Jagd. Und theoretisch kann ich jetzt auch schon abhauen. So. Und es ist leicht widersprüchlich. Eine Frau, die studiert Bücher und guckt sich ein Buch über, beziehungsweise über den Feuchtkünstler an. Ihr könnt jetzt gern denken, was ihr wollt, aber... Naja. Es kommt sehr komisch rüber. So, ich glaube, ist hier noch ein Bett frei? Da hinten ist noch ein Bett frei. Bis zum nächsten Morgen mal schlafen. Und jetzt machen wir das mal mit dem Wasser klar. Dass wir da ein bisschen Wasser kriegen. So, zack. Oh, schöner Morgen. Und da direkt noch ein Gewitter dazu.
Das hat auch was. So, müssen wir die Arbeiter von da unten, müssen wir die dazu beantragen, das Wasser einzuliefern? Kann ich mir vorstellen. Vielleicht Ranak oder so, dem das sagen? Mein Platz ist jetzt hier. Nee, kann ich dem Arbeiter das sagen? Hallo? Psst, ohne Palaver. Ja, kein